Sieben Tage nach der Bergung von Migranten aus dem Mittelmeer vor der libyschen Küste ist das Schiff Humanity I der deutschen Nichtregierungsorganisation SOS Humanity im Hafen von Bari eingelaufen. An Bord befanden sich nach Angaben der Behörden neben der Besatzung auch 93 Kinder und 43 Frauen, darunter eine Schwangere. Wir von der Caritas sind vorbereitet, die Menschen mit Essen, Kleidung und Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen. Wir stehen bereit, noch wissen wir nicht, was genau gebraucht werden wird. Wir empfangen die insgesamt 261 Menschen mit offenen Armen, so Franco Lanzola, Kaplan in Bari. Nach medizinischer Untersuchung sollen die Menschen auf andere italienische Regionen verteilt werden. Sie sollen unter anderem nach Kalabrien, ins Piemont und Latium gebracht werden. Unbegleitete Minderjährige sollen vorerst in Apulien bleiben.